Reaper! We have located transportation. Copy that! Everybody get to the ship! Move! This ends now. Shepherd to fleet. Was? I'll paint the weak spot. Link up with the Normandy and be ready to fire. Was? Nein, ich will nicht. Mami, ich kann nirgendwo hin. Das Ding kommt jetzt nicht auf mich zu. Okay. I got this. I fucking do this. Nein! Holy shit. Please! Leave me the fuck alone! Schnell, schnell, schnell! Noch ein bisschen! Nein! Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich! Was zur Hölle? Wieso? Wie lang muss ich das denn machen, um Himmels Willen? Ah! Ach, mehrere Male hintereinander, das reicht! Ich muss es am Stück aufladen! Oh! Was? Ich renn jetzt! Dann brauche ich halt länger, oh Gott. Okay. Lauf, lauf! Lauf, lauf! Shepard, du kannst es! Bin ich ja doof. Ich dachte, mit den Rollen wäre das irgendwie stylischer gewesen. Ich hab ihn, oh Gott, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast. Jetzt nicht patzen! Okay, okay, so probieren wir's. Noch näher. Willst du mich verarschen? Das hat eben schon nicht funktioniert. Nein! Oh Gott. Lauf, lauf, lauf! Nein! Du kriegst mich nicht, du Wichser! Also nicht nochmal. Also nicht zum 10.000 Mal. Nein, ich mach zum 10.000. Mal. Lauf, 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 lauf. Kleinvieh macht auch Mist. Ich hab ihn fast, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast. Komm, 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 komm! Noch? Nee, Alter, wann ist denn der bitte tot? Bitte, Mama! Oh shit! Oh, lauf, lauf, lauf! Oh Gott! Im Himmel! Oh, komm! Nein, 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 nein! Einmal noch, einmal noch, einmal noch! Jetzt, jetzt, jetzt! Holy fucking day! Already, please. Warum stirbst du nicht? Oh my fucking lord. Bitte, stirb jetzt. You know who I am? Harbinger speaks of you. You resist, but you will fail. The cycle must continue.
Helfen Sie uns zu verstehen, wir werden Sie vernichten. Sie sind arrogant für eine Maschine. Wir werden Sie vernichten. I killed Sovereign and now you. We are ready. We are more. And we will work together to defeat you. All of you. You cannot comprehend the magnitude of our presence. We might surprise you. You represent chaos. We represent order. Every organic civilization must be harvested in order to bring order to the chaos. It is inevitable. Without our intervention, organics are doomed. We are your salvation. I have a better idea. We destroy you and live our lives in peace. A philosophy reminiscent of Aquarians. Observe the results. You, whatever species you came from before the Reapers decided to preserve them, they're dead. They died thousands of years ago. And now they can rest in peace. We did it. We killed a Reaper. Keela. We can confirm that the Geth are no longer being directed by the old machines. We are free. You did it, Shepard. The Geth free to stop firing. They're completely vulnerable. Shepard Commander, the Geth only acted in defense after the Creators attacked. Do we deserve death? What are you suggesting? Our upgrades. With the old machine dead, we could upload them to all Geth without sacrificing their independence. You want to upload the Reaper code? That would make the Geth as smart as when the Reaper was controlling them. Yes, but with free will, each Geth unit would be a true intelligence. We would be alive, and we could help you. Our fleet is already attacking. Uploading the code would destroy us. Shepard, you can't choose the Geth over my people. Do you remember the question that caused the Creators to attack us, Talizora? Does this unit have a soul? Holy shit! Was? Nein! Ich will... Was? Ich will das nicht entscheiden. Was? Nein! Code hochladen, wir lassen die Geth sterben. Ich will... Nein! Wenn ich den Code hochlade... Code hochlade und jeder sein eigenes Individuum ist, dann könnten die sich aus Rache dazu entschließen, die Quarianer umzubringen für die Versklavung und für den Angriff. Aber wenn ich sie... Wenn ich den Code nicht hochlade, sterben dann alle Geth? Weil die Quarianer sie ausmerzen? Und was ist die moralisch richtige Entscheidung davon? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, Legion hat einen Punkt. Ich wären alle Individuen. Habe ich das richtig verstanden? Und die Quarianer haben sie angegriffen. Ich kann sie nicht sterben lassen. Nur dafür, dass sie sich verteidigt haben. Nein, das geht nicht. Aber ich will Tali auch nicht so hintergehen. Aber das ist kein... Ich habe keine Ahnung. Ich will nicht. Was? Kann ich hier speichern und zu einem anderen Zeitpunkt darauf zurückkommen? Wir machen erstmal ein paar andere Sachen. Wie wär's, Freunde? Alter. Lass mich mal. Ich weiß es nicht. Ich mag beides nicht. Also ich mag. Ich finde die Idee, dass die Geth so eine Art Individuen werden mit eigener Seele, erhöhter Intelligenz und so, finde ich schon gut, die Idee. Aber wenn es bedeuten würde, dass alle Quarianer darauf sterben, weiß ich nicht, ob es das wert wäre. Anders wiederum kann ich auch nicht einfach entscheiden, mich auf die Quarianer-Seite zu setzen, die ja im Prinzip diesen ganzen Mist verbockt haben. Den Mist verbockt haben, ja. Also so richtig in die Kacke gehauen. Ich weiß es ehrlich nicht. Keine Ahnung. Ich bin gerade völlig hin und her gerissen. Ich tendiere aber tatsächlich eher dazu, den Code hochzuladen, was Legion möchte. Weil ich auch darauf hoffe, dass die denn sich nicht gegen die
Weil mit der Entscheidung, glaube ich, sind die Geth einfach Geschichte. Wenn ich das sage, dann sterben sie. Wenn ich aber sage, lade den Code hoch, dann ist das Outcome vielleicht noch nicht so hundertprozentig. Das heißt, es könnte ja sein, dass sie sich auf, dass sie friedlich sind, weil sie eigentlich gar keinen Krieg wünschen mit ihren Erschaffern. Und dass die erhöhte Intelligenz das auch für alle so verständlich macht. Also muss ich fast das sagen. Upload the code to the Geth. Tally, call off the fleet if you can. Uploading. 10%. This is Admiral Tali Zora. All units, break off your attack. Belay that order. Continue the attack. 20%. I beg you, do not do this. Please. We regret the deaths of the creators, but we see no alternative. 40%. Oh! Flotte mobil machen, Flotte warnen. Upload genehmigen, Legion ausschalten. Ich kann ihn ausschalten? Holy shit, ich habe gerade so eine Gänsehaut. Okay, ich schätze mal Flotte mobil machen. Wird, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich habe Angst, das zu drücken. Ich will nicht, dass Legion stirbt. Ich will, dass gar keiner stirbt. Ich will nicht für das Massenaussterben einer kompletten Spezies verantwortlich sein. Oh, holy shit. Okay. Flotte, mobil machen. No. Nobody else dies today. Legion, keep going. Shepard? All ships. This is Commander Shepard. The Reaper is dead. Stand down. This is Admiral Tali Zora. Shepard speaks with my authority. And mine as well. Negative. We can win this war now. Keep firing. 60%. The Geth are about to return to full strength. If you keep attacking, they'll wipe you out. Your entire history is you trying to kill the Geth. You forced them to rebel. You forced them to ally with the Reapers. 80%. The Geth don't want to fight you. If you can believe that for just one minute, this war will be over. You have a choice. Please, kill us alive. All units, hold fire. Error. Copying code is insufficient. Direct personality dissemination required. Shepard Commander, I must go to them. I'm sorry. It's the only way. Legion, the answer to your question was yes. I know, Tali. But thank you. Kila Sanai. What? What? Commander. Admiral Ron, I heard your ship made a crash landing. Glad you got out in one piece. I was listening over the radio. If Hangirl hadn't stopped... He did. We have taken heavy losses. I don't know if we can. Where are we supposed to go? You are welcome to return to Rannoch, Admiral Ron, with us. Legion? No, I'm sorry, Commander. Legion sacrificed itself to give us all intelligence. It will be honored. Good. And we will honor Legion's promise. The Geth fleet will help you retake Earth, and our engineers will assist in building the Crucible. As will ours, of course. Admiral, had you considered possible settlement sites? We... The southern continent had excellent farmland, as I recall. Are you gonna be okay? I believe so, Commander. Thank you. Shopping for another house? Beachfront property. Claim it fast.
It's a buyer's market. You okay? I know working with the Geth will be difficult. I'm not staying. I'm coming with you. Alter, mir laufen gerade die Tränen. Die Jin hat sich jetzt gehofft, ich habe noch jemanden verloren. Scheiße. Hätte ich das irgendwie verhindern können? Wahrscheinlich nicht, wahr? Das ist einfach Teil dessen, damit die Geth von dem Upgrade profitieren können. Oh, shit, ey. Aha. Mir fehlen die Worte. Und ich habe einen Kloß im Hals. Ich finde das nicht gut. Ich finde nicht gut, wie wir mir hier wegsterben. Ich dachte, ich komme durch. Im ersten ist mir eigentlich außer Ashley niemand gestorben. Das hätte ich nicht verhindern können. Im zweiten fällt mir jetzt gar keiner ein, der mir gestorben wäre, der wichtig gewesen wäre. Ich hoffe, ich mache da niemandem Unrecht. Und jetzt stirbt einer nach dem anderen. Und das bricht mir das Herz, weil ich das überhaupt nicht möchte. Kack, Drecks. Ah, goddammit. Okay, deshalb bin ich nicht hier. I wasn't gonna ask. I think you've earned a few favors with the fleet. I'm asking them to launch an assault on the Reapers. Figure that makes us even. If the Reapers were going to stay on Earth, sure. But sooner or later, they'll come to Rannoch. We did just kill one of them. So I'm coming with you to stop them. If you think I can help. Oh! Sie kommt mit? Sie bleibt dauerhaft bei uns? Ja, gut, das freut mich. You sure about this? Yeah. I look at all this. This picture of hope and peace. And all I see is everyone I've lost. My team on Haestrum, my father, even Legion. I'm mourning a Geth. How crazy is that? It's not crazy at all. It is beautiful, though, isn't it? Yeah. It is. It'll be years before we can live without our suits completely. But right now... Right now, I have this. Commander Shepard, I understand you've helped resolve the situation with the Geth. Yes, Counselor. Two, in fact. I've read the reports. You ended a war 3 centuries in the making. I had a lot of help. We have isolated pockets of remaining Geth. As best we can tell, they are Geth bodies loaded with Reaper code. But they are just a tiny fragment of the full Geth fleet. You've done the impossible, Commander. And I may be able to provide help of my own. I've received information from my government. It's too sensitive to discuss over an unsecured channel. What if I come to the Citadel? Yes, that would be best, Commander. I'll be waiting for you in Counselor Udina's office. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Mit dem werde ich auch gleich reden. Kurz mal meine Gedanken dazu. Alter Verwalter. Der Kampf gegen den Reaper wäre, wenn ich mich nicht so verdammt dämlich angestellt hätte, echt episch gewesen. Sorry an der Stelle, wirklich. Ich glaube, ich habe mich einfach sehr, sehr, sehr dumm angestellt. Die Musik war hammergeil. Ich fand, das Ganze war eigentlich sehr gut inszeniert. Ich trauere um Legion tatsächlich sehr, weil ich ihn mochte. Ich mochte ihn wirklich. Ich habe ihn als Individuum wahrgenommen. Ja. Und ich fand es auch süß, dass er immer so diese N7 Plattenrüstung hatte von Shepard. Ich fand, er war echt ein dufter Charakter und ich finde es schade, dass er nicht mehr da ist. Es freut mich, dass die GIF jetzt mit den Quarianern offensichtlich klarkommen. Soweit erstmal, dass wir diesen 200-jährigen Krieg mal eben so beendet haben. Mal eben so vor allem. Ich bin recht stolz, dass wir das geschafft haben. Ich weiß gar nicht, wie schwierig das ist. Keine Ahnung, ob das fast unausweichlich ist, dass man das mal, wie mit den Turianern und den Kroganern. Das ging ja auch relativ gut. Von daher sind wir, glaube ich, in einer ziemlich guten Bilanz. Vom Frieden her in der Galaxie, kurz vor unserer Auslöschung durch die Reaper, haben sich zumindest alle mal die Hände gereicht. Das ist doch, wenn dann, ein schöner Tod. Relativ.
Eigentlich fast so mit ein bisschen Tränen im Auge, weil wir jetzt, wo sie sich gerade alle verstehen, sind sie kurz davor, ausgelöscht zu werden durch die Reaper. Na gut, was stresst so einen in so einer Situation alles antun kann, nicht wahr? Link zu Hackett.